Weiter geht's bei den Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften der Leichtathletik. Neuer Tag, neue Gesichter. Naja, nicht ganz. Da ist sie wieder, die Gewinnerin vom Weitsprung am Samstag. Birte Damerius heute in ihrer Lieblingsdisziplin Dreisprung. Doch nach Friede, Freude, Eierkuchen sah es im ersten Durchgang nicht aus. Fürs Finale reichte es trotzdem. Da musste allerdings eine deutliche Steigerung her. Aber erstmal weiter zum 2000 Meter Hindernislauf der U20-Mädels. Und da kam, rannte und siegte Miriam Dattke vom SC Berlin deutlich. Und das bei ihrem erst dritten Hindernislauf überhaupt. War auch an sich von der Platzierung ist ja schön zu gewinnen, aber ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Rennen, muss ich ehrlich sagen. Allen Grund zur Freude hatte auch Marek Rösler, der Stabhochspringer vom SC Potsdam, dominierte das Feld der unter 18-Jährigen und war am Ende der Einzige, dem noch die Latte aufgelegt wurde. Seine Bestleistung von 4,31 Meter hatte er schon geknackt und damit auch die Norm für die deutschen Jugendmeisterschaften in 2 Monaten. Immer höher, immer weiter ging es für ihn, weil 4,50 Meter schien Schluss zu sein. Dann der letzte Versuch und siehe da, auch der klappte. Höher ging es dann nicht mehr. Trotzdem war es ein rundum feierliches Wochenende für Marek. Ja, ich habe mich glücklich gefühlt und endlich habe ich meinen Lob vom Trainer bekommen. Bei Birte Damerius zeichnete sich hingegen im Finale ein Dreisprung-Drama in 4 Akten ab. Ihre Gegenspielerin Sandra Kramer vom LAC Berlin und die haute zunächst mal kräftig einen raus, 12,90 Meter und damit weiter als Damerius persönliche Bestwert. Diese kann dann nachlegen und springt einen Zentimeter weiter. Wahnsinn, aber keine Zeit zum Durchatmen. Es folgte Durchgang Nummer 2. Kramer wieder weiter, diesmal 12,96 Meter. Der Höhepunkt direkt danach, Birte Damerius mit über 13 Metern und damit dem weitesten Wettkampfsprung ihrer Karriere. Das war der Sieg. Weil ich eigentlich mit dem Druck oftmals nicht umgehen kann. Ich habe es aber einfach versucht und ich bin total stolz, dass ich gleich kontern konnte und das ist total cool. Aber es macht auch Spaß, wenn man jemanden dabei hat, der halt wirklich, der genauso weit springt und wo man dann einfach auch mal ran muss, weil bei den Deutschen ist es auch so. Und auch die Zweitplatzierte kann schon wieder lächeln. Mit starken Sprüngen hat sie ihrer Gegnerin alles abverlangt. Für mich eigentlich sehr gut, seit langem mal wieder ein guter Einstieg, 12,96 natürlich nah an 13 Meter, das will man dann doch schon knacken und so waren dann auch die letzten Sprünge ein bisschen verkrampft von mir aus, ja. Spannende Duelle, Bestleistungen und überraschende Newcomer, auch der zweite Tag der Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften schrieb seine ganz eigenen Geschichten.